Ja, ganz herzlichen Dank. Hoffe, ich bin auf Sendung. Ich möchte, bevor ich mit meinem Vortrag Informationsüberlastung, Informationssouveränität beginne, Sie ein wenig beraten. Beraten, was Ihre nächsten Urlaubspläne angeht. Wo könnten Sie eigentlich hinfahren? Wo könnten Sie das Smartphone ausschalten, sich auf Twitter abmelden, Ihre Notebooks zuklappen und endlich einmal wieder so etwas erleben wie wirkliche, echte, echolose Stille. Ohne Interaktionszwang, ohne den Terror der unmittelbaren Reaktion. Wo könnte das sein? Und ich weiß, dass Sie danach lechzen. Ich habe mich versucht einzufühlen in Ihre Bedürfnislage. Ich habe ein paar Urlaubsangebote für Sie herausgesucht. Das erste Urlaubsangebot, das ich Ihnen vorschlagen möchte, ist ein bisschen weiter weg, ist in Oakland in Kalifornien. Da könnten Sie in so ein sogenanntes Digital Detox Camp, vielleicht mit mir zusammen. Und wir könnten gemeinsam am Eingang zu diesem Camp Motto Disconnect to Reconnect, wir könnten gemeinsam am Eingang dieses Camps unser iPad abgeben und unser Smartphone abgeben und dann könnten wir gemeinsam eine Redwood-Tanne umarmen oder in einem kalten Bach baden, so wie Kinder früher, und uns die Gesichter anmalen und all die Geschichten erzählen, die wir uns erzählen wollen. Und wenn Ihnen das zu weit ist, meine Damen und Herren, will ich noch ein zweites Urlaubsangebot Ihnen präsentieren. Da können Sie nachher, gleich nachdem Sie hier in die Wildnis abgetaucht sind, in die echte Wildnis abtauchen. 7 Stunden und 47 Minuten fahren Sie mit dem Auto von hier, ich habe das gerade noch mal überprüft, in die Steiermark. Und in der Steiermark gibt es Hotels mit dem Motto Ankommen und Abschalten. Und wie sind diese Hotels gemacht? Wie sind die geartet? Keine Handys auf dem gesamten Gelände, keine Radiomusik, kein Fernseher, allenfalls deaktivierte Telefone im Zimmer, Meditations- und Entspannungskurse für die Gäste, eventuell auch Yoga, eine Bücher- und eine Spielecke muss ein solches Hotel besitzen und es muss Häkelkurse geben. Ich bin nicht ganz sicher, ob das alles furchtbar viel Spaß macht, aber solche Angebote finden Sie im Netz. Digital Detox Camp, Offline-Hotels in der Steiermark, Sie finden sie im Netz, dass Sie dann allerdings, wenn Sie dort angekommen sind, abschalten müssen. Warum weise ich auf solche Urlaubsangebote neben dieser Serviceorientierung meines Vortrags hin? Warum? Warum bei diesem Thema? Weil ich glaube, dass Urlaubsangebote, Urlaubsbilder insgesamt so etwas wie Shortcuts sind, wie Abkürzungen zu den Sehnsuchtsbildern und zu den Grundbildern unserer Zivilisation. Zum einen spiegelt sich hier ein völlig legitimes Bedürfnis nach Ruhe, nach Entschleunigung, nach Muße, nach Zeit haben, nach Erholung. Zum anderen zeigt sich in diesen Urlaubsbildern von der Steiermark bis zu den Oakland Redwood Digital Detox Camps zeigt sich ein bestimmtes Grundbild. Auf der einen Seite ein ohnmächtiges, ein permanent pathologisch stimuliertes Individuum, verführt, nervös, schlaflos und auf der anderen Seite ein mächtiges, gleichsam permanent vibrierendes Informationsuniversum, das uns fordert. Das ist das Urschema der Betrachtung. Mächtiges Informationsuniversum, ohnmächtiges Individuum. Ich bin damit bei den zwei Schlüsselfragen meines heutigen Vortrags. Erste Schlüsselfrage: Wie sieht eigentlich ein Konzept von Informationssouveränität aus, das nicht nur an den Einzelnen denkt, das nicht nur an das Wellnesshotel oder das Redwood Camp denkt, so wichtig dies auch sein mag, sondern das breiter angelegt ist, das so etwas wie Gesellschaft, wie Politik mit in den Blick nimmt. Zweite Schlüsselfrage: Wie ist es überhaupt zu dieser Überwältigungstheorie gekommen? Wie ist diese Diagnose hier, das ohnmächtige Individuum, dort das mächtige Informationsuniversum, das uns bedrückt, wie ist die entstanden? Wenn Sie die Bücher lesen, und das sind ein paar Kilometer Literatur, die Bücher von Alvin Toffler über Informationsüberflutung, der den Begriff 1970 erfunden hat, die Bücher von Neil Postman, die Bücher aber auch von Howard Rheingold, von Nicolas Carr, von Manfred Spitzer, von Douglas Rushkoff und vielen anderen, dann entdecken Sie, 3 Thesen zur Informationsüberflutung sind für unser Nachdenken gleichsam konstitutiv. Sie bilden so etwas wie ein Wahrnehmungsgitter. 3 zentrale Trenddiagnosen formieren unsere Beurteilung der gegenwärtigen Informationswelt.
Die erste Trenddiagnose handelt von einer neuen Quantität. Es gibt kein Buch zum Thema, das ohne diesen Verweis auf die Steigerungskurve, auf die Charts, die nach oben zeigen, auskommt. Die neue Quantität, immer mehr Information, immer mehr Mails, Tweets, Postings, Videos, immer mehr Bücher, 240 Bücher, die jeden Tag, die jeden Tag in diesem Land erscheinen. Allerdings bleibt, und darauf weisen Theoretiker der Informationsüberflutung dann immerhin, allerdings bleibt unsere Aufnahmekapazität begrenzt. Herbert Simon, der Wirtschaftsnobelpreisträger aus den USA, hat hier 1971 bereits das entscheidende Stichwort geliefert. Es lautet, Informationsreichtum erzeugt Aufmerksamkeitsarmut. Also, das heißt, auch die Flucht in die Metainformation ist in gewissem Sinne keine Lösung, denn auch Metainformationen verschärfen gleichsam das Problem. Metainformationen über den Wert der Information sind eben das Informationen und lösen das Problem eben gerade nicht. Die zweite Trenddiagnose, die Sie in diesen Büchern und Analysen immer wieder finden, handelt von einer neuen Geschwindigkeit, immer schneller. Wir nähern uns dem Live-Ideal der Berichterstattung, die sofort über Twitter durchgestochenen Wahlergebnisse, die Handyvideos, die uns von den Straßen von Kairo oder aktuell von der Ukraine aus erreichen, all die Posts, all die Mails, all die Tweets, die in unserem Informationsuniversum herumschwirren. Plötzliche, blitzschnell aufschäumende Aufmerksamkeitsexzesse. Immer schneller. Dritte Diagnose. Es gibt in der Informationsgesellschaft eine neue Form von Stress. Das Motto lautet hier immer anstrengender. Die Kernthese, zu viel Information macht krank. Je nachdem, wen Sie lesen, finden Sie andere Krankheitsdiagnosen. Aber krank, meine Damen und Herren, krank sind Sie immer. Eye Disorder, informationelles Sisyphus-Syndrom, Information Fatigue Syndrome, Digital Restlessness, digitale Demenz, kulturelles AIDS. Ich weiß nicht, was Sie davon haben. Ich habe nichts davon, aber Sie wahrscheinlich dann doch. Aber wenn wir diese verschiedenen Krankheitsdiagnosen an uns vorübergleiten lassen, wenn wir diese verschiedenen Behauptungen über das Wesen der Informationsgesellschaft an uns vorübergleiten lassen, dieses immer mehr, immer schneller, immer anstrengender, dann entdecken Sie auch hier ein gemeinsames Grundbild, ein Grundbild, das auch die Digital Detox-Bewegung prägt, das unsere Urlaubssehnsüchte mit Blick auf die Steiermark mitformiert. Wie gesagt, auf der einen Seite das permanent vibrierende, das permanent fordernde Informationsuniversum, auf der anderen Seite das ohnmächtige, reizüberflutete Individuum, das nicht mehr mitkommt und das nur noch aussteigen und abschalten kann. Was gibt eigentlich, so habe ich mich gefragt in der Vorbereitung auf diesen heutigen Vortrag, was gibt eigentlich den Diagnosen eine solche Schärfe, eine solche Dramatik? Warum machen sie uns gleichsam so unruhig? Ich behaupte, es gibt erneut drei Kernthesen, drei Prämissen, drei Annahmen, die gleichsam als Dramatisierungstechniken der Kulturkritik funktionieren. Also wenn Sie einen kulturkritischen Bestseller schreiben wollen, dann würde ich Ihnen jetzt diese drei Techniken anbieten. Ich möchte allerdings in geringem Umfang, aber dann doch an den Tantiemen beteiligt werden. Was müssen Sie machen mit Blick auf den kulturkritischen Sound? Wie können Sie den perfektionieren? Das Erste, Sie müssen sagen, wir leben in einer neuen Zeit, meine Damen und Herren. Nein, nein, die Gegenwart fließt nicht einfach dahin und übermorgen wird so ähnlich sein wie vorgestern. Nein, nein, wir haben einen Bruch. Wir haben eine Zäsur. Die Zäsurthese gibt Dramatik. Warum? Wir adeln damit unsere Probleme. Wir sind nicht einfach nur ganz normale Erdenwesen und es wird ganz normale Erdenwesen nach uns geben. Nein, wir sind gewissermaßen mit einem Orden der Außergewöhnlichkeit versehen. Denn immerhin ringen wir jetzt in diesem besonderen geschichtlichen Moment mit Dingen, die Menschheit so noch nicht kannte. Man darf nicht zu genau historisch schauen, um diese Einzigartigkeitsvorstellung zu behalten. Also die dürfen nicht in die Geschichte blicken, denn dann würden sie entdecken bei einer Historikerin wie Anne Blair, dass das Problem der Informationsüberflutung und die Klage über die Informationsüberflutung in Wahrheit uralt sind. Gutenberg, Erfindung der Druckerpresse, 1450, 1480, immer mehr Bücher,
Was entsteht da? Eine Klage über das Buch. Heute für uns die mediale Ikone der Entschleunigung, der Kontemplation, der Ruhe. Ja? Eine Klage über das Buch im 15. Jahrhundert. Permanent, immer mehr Bücher. Wer soll das alles noch lesen? Wie kann man das verarbeiten? Also Sie sehen, Kulturkritik ist auch eine Geschichte, ja, schematisierter Ängste, diffundierender, durch die Geschichte diffundierender Ängste, die sich an ein jeweils neues Medium heften, sei es das Buch, sei es das Fernsehen, sei es das Netz. Zweite Beratung in Sachen Kulturkritik, zweites Denkschema der Kulturkritik. Ich nenne es die Annahme der massiven Wirkung. Es gibt praktisch, ist Ihnen das auch schon aufgefallen, praktisch eigentlich keinen Netzphilosophen, keinen Trendscout, kein Internetguru, der irgendwann mal sagt, Leute, macht euch mal locker, so in der Schulterpartie, entspannt euch. Es ist alles gar nicht so schlimm, halb so wild. Man wird sehen, was wird. Es kommt, wie es kommt. Also diese Form der Rhetorik finden wir praktisch nie. In der Regel sind die Diagnosen dramatisch und sie sind auch deshalb dramatisch, weil wir, und ich nehme mich da überhaupt nicht aus, weil wir massive Wirkungen unterstellen, weil wir den Einzelnen als ohnmächtig, verblendet, abgelenkt, desorientiert und so weiter beschreiben. Das führt dann, wenn Sie einen Moment mit mir diesen Gang des Denkens weiter verfolgen, das führt dann zu lustigen Selbstwidersprüchen. Denn wenn wir alle, meine Damen und Herren, Sie und ich, ja, ich dann doch, Sie und ich, wenn wir alle verblendet, ohnmächtig, abgelenkt, desorientiert sind, wenn wir alle an digitaler Demenz oder kulturellem AIDS leiden oder irgendetwas anderem Schrecklichen, dann gilt das natürlich auch für den Kritiker der Informationswelt selbst. Ihn, der da irgendwie von außen, scheinbar von außen alles durchschaut, dürfte es gemäß dieser Denkfigur ja eigentlich gar nicht geben. Das heißt, Kulturkritik, wäre meine Behauptung, ist auch deshalb so anstrengend, weil sie gewissermaßen einen archimedischen Punkt, ein außerhalb des Unheilszusammenhangs fingieren oder konstruieren müssen und dann gleichzeitig behaupten, ja, alle sind ohnmächtig. Und was ist mit mir? Na gut, wir können diese Widersprüche der Kulturkritik hier nicht auflösen. Dritte Annahme, die ich Ihnen nennen möchte und die unser Nachdenken über das digitale Zeitalter prägt. Diese dritte Annahme nenne ich die Annahme der gatekeeperfreien Unmittelbarkeit. Sie besagt, dass uns die moderne Informationswelt, und auch das macht die Diagnosen so dramatisch, dass sie uns direkt und ungefiltert erreicht. Netztheoretiker sprechen vom Ende der Gatekeeper, vom Verschwinden der Schleusenwärter und sie reden, das ist ein besonders scheußlicher Ausdruck, den Medienwissenschaftler erfunden haben, von Disintermediation, also von dem Unwichtigwerden der Vermittler in Zeiten des Web 2.0. Aber wenn Sie genauer hingucken, dann sehen Sie, meine Damen und Herren, diese Diagnosen sind falsch. Vermittler werden nicht unwichtig, sie sind nur weniger sichtbar. Es gibt, wie ich jetzt zeigen möchte, überhaupt keine ungefilterte, keine unbefleckte Empfängnis von Informationen. Es gibt allein unterschiedlich transparente Filtermechanismen, denen wir ausgesetzt sind, ob wir dies wissen wollen oder eben nicht. Ich will es nochmal wiederholen. Mein Argument ist, aus meiner Sicht ist die Theorie vom Individuum, dass der Informationswelt gleichsam hilflos ausgeliefert ist, falsch. Ich glaube, es ist komplizierter. Ich glaube, und das will ich jetzt versuchen zu zeigen in den letzten 10 Minuten meines Vortrags, ich glaube, dass wir alle gleichzeitig in mindestens 3 Informationswelten leben, für die wir auf dem Weg zu echter Informationssouveränität unterschiedliche Strategien brauchen. Und ich will Ihnen zum Abschluss nun diese 3 Informationswelten genauer vorstellen. Die erste Welt nenne ich die Welt der unsichtbaren Auswahlentscheidung. Und hier in dieser ersten Welt der unsichtbaren Auswahlentscheidung stimmt die Behauptung der Zäsur, stimmt die Behauptung des Neuen tatsächlich einmal. Denn diejenigen, die im 15. Jahrhundert über das zu viel der Bücher geklagt haben, die wussten noch nichts von Algorithmen. Und in dieser ersten Welt der unsichtbaren Auswahlentscheidung regieren Algorithmen, mathematische Entscheidungsprozeduren, intransparente Filter. Hier haben wir Googles personalisierten Algorithmus, hier haben wir EdgeRank von Facebook, hier haben wir den Empfehlungsalgorithmus von Amazon, hier haben wir den YouTube-Algorithmus, der uns die besonders sehenswürdigen Videos nach oben spült
Hier haben wir den Trenddienst von Twitter, was auch immer. Das Problem ist ja, das wurde ja in dem Vortrag vorher noch einmal sehr deutlich, das Problem ist, wer den Algorithmus programmiert, der bestimmt, welchen Weltausschnitt wir überhaupt zu sehen bekommen. Er kann in gewissem Sinne eine Relevanz- und Realitätsverzerrung programmieren. Eine kleine Anekdote dazu. Sie alle wissen, was Google News ist. Ein fantastischer Dienst von Google, der die wichtigsten Nachrichten aus Zeitungen im Ansatz zitiert, ein paar Zeilen zitiert, auf die Originalartikel verlinkt. Ein permanent pulsierendes Nachrichtenaggregationsangebot. Als Google News gegründet wurde, hat Google-CEO Eric Schmidt den Programmierer einmal gefragt, sag mal, hat dieses Programm der Auswahl, hat das eigentlich Vorteile, hat das so politische Präferenzen? Eric Schmidt hat bei einer Podiumsdiskussion hier in Berlin davon berichtet. Der Programmierer habe, so Schmidt, ziemlich herumgedruckst. Naja, dieses Programm, so gab er schließlich zu, dieses Programm liebt Hockey, weil ich Hockey liebe. Dieser Mann fand Hockey richtig toll und man hat es dann überprüft. Über die ersten Wochen von Google News war Hockey gleichsam die wichtigste Sportart der Welt. Worauf will ich damit hinaus? Hier ist die ganz normale Intransparenz unseres Informationsuniversums für einen ganz kurzen Augenblick transparent geworden. Normalerweise kennen wir die Kriterien gar nicht. Wissen wir gar nicht, wer was wie pushen kann, wie unser digitales Informationsuniversum zusammengewürfelt wurde. Ich will, vielleicht sind wichtige Hockeyspieler hier im Raum, ich will sagen, ich bin nicht gegen Hockey. Ja? Wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, ich interessiere mich besonders für Anglerrekorde. Ja? 25 Kilo Wels bei Plön in Eckernförde gefangen. Gestern Nacht. Das wäre die Meldung, die aus meiner Sicht nach oben, aus Ihrer Sicht auch, nach oben gehen sollte. Aber darauf kommt es nicht an. Es geht um etwas ganz anderes. Ich glaube, in dieser ersten Welt der unsichtbaren Auswahlentscheidungen brauchen wir auf dem Weg zur Informationssouveränität vor allem eines, Aufklärung. Wir müssen wissen, wer sein Markt und damit sein Realitätsmonopol in welcher Weise benutzen kann, wer Informationen wie pushen kann. Und bis es soweit ist, das ist ein langer, auseinandersetzungsreicher Weg, bis es soweit ist, brauchen wir in dieser ersten Welt aus meiner Sicht, aus der Perspektive des Einzelnen nun gesprochen, immer wieder den Filterwechsel. Also dieses gezielte Heraustreten, dieses gezielte Verlassen der einen Informationsblase. Ich möchte Ihnen hierfür in Analogie zum Begriff des Gatekeeping den Begriff Gateblowing vorschlagen. Die systematische Organisation von Überraschungen. Ich weiß zwar nicht, was kommt, aber ich produziere eine Irritation meiner selbst, indem ich mir Überraschungen organisiere. Damit kommen wir zur zweiten Welt, der zweiten Welt unseres Informationsuniversums. Diese zweite Welt möchte ich gern die Welt der prinzipiell bekannten Auswahlentscheidungen nennen. Sie ist schon ein wenig transparenter. Hier haben wir die klassischen Massenmedien, hier haben wir die Medienmarken, hier haben wir die Experten, hier haben wir die Blogger, hier haben wir die Menschen und die Informationsscouts, denen wir vertrauen. Auch hier wird, das tut eine Zeitung, eine Redaktion permanent den ganzen Tag, auch hier wird für uns ausgewählt. Aber, und darauf kommt es mir an, hier haben wir das Prinzip oder die Idee der Auswahl gleichsam bewusst delegiert. Natürlich wird auch hier für uns gefiltert. Aber wir könnten die Filtermechanismen zumindest prinzipiell verstehen. Und zwar auch schon jetzt. Wir wissen, warum sich Journalisten für Paris Hilton interessieren. Warum sie sich für Kriege, Krisen, Katastrophe, prominente Rekorde, Extremwerte, Anti-Alltägliches interessieren. Und wir wissen natürlich, dass einzelne Medien ihr ganz spezielles Auswahlprogramm haben. Vom Handelsblatt bis zur Bild-Zeitung, bis zur Taz, bis zur Neuen Zürcher Zeitung. Wir wissen, dass uns eben diese Medienmarken, aber auch diese Einzelpersonen ein heimliches Versprechen liefern. Ein Versprechen der Gestalt, wir beliefern dich mit dem, was für dich interessant und unterhaltend ist. Was brauchen wir im Sinne einer Kerntugend für diese zweite Welt? Ich würde sagen, wir brauchen Vertrauen. Vertrauen im Sinne erwartbarer Relevanz. Eine Relevanz für uns, die wir uns gerade bewusst an ein Informationssystem angeschlossen haben, indem wir einen Blog immer wieder anschauen, indem wir eine Zeitung abonniert haben, indem wir uns die Nachrichten von RTL 2 reinziehen.
Also, darauf kommt es mir an. In dieser zweiten Welt geht es schon etwas transparenter zu. Es ist ein wenig so, als ob wir bewusst auf der Basis einer Entscheidung oder Vorentscheidung so etwas wie eine getönte Brille aufgesetzt haben. Und diese getönte Brille, die können wir doch zumindest frei wählen. Wir haben unsere Selektionsurteile an einen Menschen, an eine Marke, an ein Medium unseres Vertrauens delegiert. Die Strategie für das Leben in dieser zweiten Welt, die wenden sie alle längst an. Ich habe sie das Trüffelschwein-Prinzip genannt. Also wir alle folgen längst unseren persönlichen Trüffelschweinen im Informationsuniversum, denen wir, ein weiteres Stichwort, das ich gerne hier präsentieren möchte, denen wir Relevanzvertrauen schenken. Was sie sagen, was sie mir an Informationen liefern, wird für mich in meiner persönlichen Situation schon wichtig sein. Eben das ist das Trüffelschwein-Prinzip. Und nun, schon fast zum Schluss, erreichen wir die dritte Welt. Diese dritte Welt ist die Welt, die normalerweise beschrieben wird, wenn es um das Problem der Informationsüberflutung geht. Diese dritte Welt nenne ich die Welt der individuellen Auswahlzwänge. Hier wird das Problem der Auswahl zur individuellen Last. Hier geht es nicht mehr um Facebook, nicht mehr um Google, nicht mehr um eine Institution, sondern hier geht es tatsächlich um den Einzelnen, um das Individuum als die letzte Instanz der Filterung. Denn auch wir sind Filter. Auch uns wird permanent klar, mit jedem Link, den wir anklicken, mit jeder Mail, die wir sofort oder gar nicht beantworten, mit jedem Tweet, den wir anschauen. Man kann frei nach Watzlawick nicht nicht wählen. Wir müssen permanent wählen. Und manchmal, und hier kommen die Urlaubsangebote von Anfang wieder ins Spiel, und manchmal müssen wir vielleicht einfach abschalten, um einen witzlosen Häkelabend in der Steiermark zu verbringen. Was brauchen wir in dieser dritten Welt der individuellen Auswahlzwänge? In dieser dritten Welt, auch im Sinne einer Kerntugend, würde ich sagen, brauchen wir Selbstbeobachtung. Etwas, was Psychologen Metakognition nennen. Also die Betrachtung der eigenen Person, der eigenen Form der Weltwahrnehmung scheinbar wie von außen. Gemeint ist, wir müssen unsere eigene Aufmerksamkeit sehr aufmerksam beobachten. Was lenkt mich ab? Was triggert mich? Was entlastet mich? Was erschöpft mich? Auf eine ungeschonte, eine stressige Weise. Wann braucht man unbedingt mal eine Phase des selbstbewussten Autismus, der selbstverordneten Ignoranz oder der Ruhe? Das zentrale Prinzip für die Fortbewegung oder das Sich-Fortbewegen für die Existenz in dieser dritten Welt möchte ich gerne das Achtsamkeitsprinzip nennen. Damit ist gemeint, dass wir uns selbst beobachten, aber auch selbst ernst nehmen müssen, wenn wir in dieser dritten Welt souverän bleiben wollen. Das ist der Ansatz der Wisdom 2.0-Konferenzen von Søren Gartammer im Silicon Valley. Das ist der Ansatz von Howard Rheingold in seinem Buch NetSmart, der ihn Meditationstechniken empfiehlt. Das ist der Ansatz all der Leute bei Google oder Facebook, die Achtsamkeitstechniken lehren und die für einen Wechsel der Betrachtung votieren. Ein Wechsel der Betrachtung weg vom Informationsmanagement, weg vom Starren auf die Quantitäten hin zu einer Aufmerksamkeit für die eigene Aufmerksamkeit. Also weg von der Betrachtung des Äußeren hin zur Analyse des eigenen Selbst. Hier, in dieser dritten Welt, vielleicht nur hier, hat die Frage nach dem individuellen Wohlbefinden, hat die Frage nach der Wellness, hat die Frage nach Digital Detox und Redwood-Tannen umarmen, wunderschönes Gefühl, auch ihren Ort. Damit, meine Damen und Herren, komme ich zum Ende und zum Schluss. Ich habe versucht zu zeigen in diesem kleinen Vortrag, dass die Debatte über Informationsüberflutung mit Vorannahmen arbeitet. Vorannahmen wie Zäsur, Disintermediation, gatekeeperfreie Unmittelbarkeit, totale Macht, die so nicht stimmen können. Ich habe versucht zu zeigen, dass Filter nach wie vor überall sind und dass der wichtigste Filter am Ende des Tages wir selbst sind. Und ich habe versucht vorzuführen, dass Informationssouveränität eigentlich so etwas ist wie eine, ja, keine Wellnessveranstaltung, sondern eine Drei-Welten-Kompetenz. Eine Drei-Welten-Kompetenz. In der ersten Welt der unsichtbaren Auswahlentscheidungen brauchen wir Transparenz. Hier müssen wir uns endlich, spät genug nach Snowden, Aufklärung erstreiten. Und wir brauchen im Sinne einer Strategie für den Einzelnen
den Filterwechsel, das bewusste Gate-Blowing. In der zweiten Welt der prinzipiell bekannten Auswahlentscheidungen brauchen wir erwartbare Relevanz. Da brauchen wir die richtigen Trüffelschweine, und das können natürlich nur Sie für sich und jeder für sich entscheiden. Hier brauchen wir Relevanzvertrauen. Und in der dritten Welt der individuellen Auswahlentscheidungen brauchen wir Metakognition, Aufmerksamkeit für die eigene Aufmerksamkeit, also für uns selbst. Und bevor, meine Damen und Herren, Sie sich jetzt gleich ins Auto werfen und Richtung Steiermark aufbrechen, freue ich mich noch auf Ihre Fragen, wenn wir denn Zeit haben, und die Diskussion. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön, Bernhard Pörksen. Wir hätten noch tatsächlich ein bisschen Zeit für Fragen, wenn es denn welche gäbe. Ja. Ich heiße Peter Tschunke. Herr Pörksen, stellt sich in diesen drei Welten, die Sie dargestellt haben, stellt sich da die Frage von Macht und Ohnmacht jeweils unterschiedlich? Ja. Welche Macht haben wir als Nutzer in dieser Welt der unsichtbaren Auswahlentscheidung? Sie sprachen vom Erstreiten. Haben wir denn eine Chance, uns da was zu erstreiten? Sie haben völlig recht. Die Frage der Macht stellt sich in diesen drei Welten unterschiedlich dar. Hier in der Welt der unsichtbaren Auswahlentscheidung haben wir es zugelassen, hat die Gesellschaft es zugelassen, hat die Politik es zugelassen, dass Monopole bzw. Oligopole entstehen, die Realitätsdefinition durchzusetzen vermögen. Hier müssen wir uns auf dem Weg zu echter Informationssouveränität, würde ich sagen, erst wieder die Basis überhaupt erstreiten, um die Macht dieser Oligopole zu begrenzen. Hier müssen wir erst wieder ein Klima schaffen. Und ich glaube, das macht ja die Republika 2014 deutlich. Hier müssen wir erst wieder ein Klima schaffen, in dem dann Fragen, kritische Fragen gestellt werden können und Verantwortung auch der Oligopole, der großen Player eingeklagt werden kann. In der Welt der klassischen Medienmarken, da kann man sich ganz leicht entziehen. Sie können Ihre Tageszeitung abbestellen, Sie können aufhören, auf den Blog von dem Blogger Ihres Vertrauens zu schauen. Also hier ist gewissermaßen Ihnen als dem Einzelnen eine sehr viel größere individuelle Macht und Entscheidungsfähigkeit gegeben. Und in der Welt der individuellen Auswahlzwänge ist diese Macht maximal, obwohl wir sie interessanterweise vielleicht dort am wenigsten entdecken. Also das Digital Detox Camp, ich möchte da wirklich hin, aber es ist natürlich eine infantile Vision. Warum nicht so jetzt sofort damit anfangen, wenn man sich überlastet fühlt? Warum der Extremismus des Entweder-Oder? Warum nicht als Individuum eine Umgangsweise mit dem Handy Tamagotchi finden, das so etwas wie Souveränität ermöglicht? Also ich würde sagen, im Ernst, hier haben wir sehr viel Macht in dieser dritten Welt. Wir sehen sie nur nicht. Und wir müssen gelegentlich unseren Chef, der uns nachts um zwei etliche MBs einer fantastischen Präsentation für den nächsten Morgen um 7:30 schickt, enttäuschen. Vielleicht sind 240 Mails am Tag einfach nicht für mich. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei Professor Bernhard Pörksen. Wir gehen jetzt ganz bewusst offline für eine Viertelstunde und sehen uns dann hier wieder. Um 14:45 geht es hier weiter mit Netzneutralität. Bis dann.